Hey Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge KSP und wir sehen hier das Interface der Version 1.1 und ich möchte ganz gerne einen kleinen Ausflug hier in die Version machen. Aber halt, was ist denn hier? Jeb, was machst du denn da schon wieder? Alter. Was ist denn da los? Das gucken wir uns mal an. Hey Jeb, Alter, was geht ab hier? Was ist Version 1.1 und was machst du denn? Du stehst hier rum und bist am Angeln? Ist das dein Ernst? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, kann ja wohl nicht angehen, oder? Steht hier ganz gechillt rum und macht hier Ferien oder was? Ich glaube, es geht los. Die ganze Welt ist im 1-1-Wahn und auch ich möchte hier ganz gerne einen kleinen Performance-Test machen. Bist du dazu bereit? Hast du Bock? Ah, guck an. Alles Klärchen. Dann sind wir doch hier schon mal auf der sicheren Seite. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie was finden, mit dem wir fliegen können. Ah, ja, ich hab's geahnt. Na komm, dann auf geht's hier. Nehmen wir das Shuttle, gar kein Problem. Los, Rinder mit dir. Auf geht's. Ja, hier sehen wir die Vanilla Sunrise in der Version 1.05. 208 Teile mit dem Shuttle Stack am Start. 34,8 Kilo leer und 27 Tonnen Payload hier mit den anderthalb Tanks. Und oben links habt ihr dann gerade noch gesehen, auf welcher Hardware das Ganze getestet wird. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Hier sehen wir die vier Versionen. Ja, richtig, vier Versionen sind es insgesamt, die getestet worden sind. Kommen wir auch jetzt einfach mal dazu, worum es hier geht. Und zwar haben wir oben links die Version 1.05 in der 32-Bit-Fassung, so wie sie halt über Steam erhältlich ist. Wir haben hier im Flug 21 Frames. Sobald die Schockeffekte dazu kommen, haben wir ganze 10 und bei der Separation der Booster sind es dann noch 8. Und dann haben wir auf der rechten Seite oben die Version 1.05 in der 64-Bit-Fassung mit 24 Frames im Flug, 12 Frames mit den Schockeffekten und der Separation sind es dann noch 11 Frames. Das liegt daran, dass hier halt noch ein bisschen mehr Speicher genutzt werden kann. Dann unten links kommen wir endlich zu der Version 1.1 32-Bit. Da sind es dann schon 31 Frames, 11 bei den Schockeffekten und Separation dann auch nur komischerweise 8 Frames. Macht aber halt nichts, weil wir haben ja dann noch die 64-Bit-Fassung. Und hier sehen wir schon einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu der 1.05. Hier haben wir 44 Frames, wir haben im Flug 14, wenn die Schockeffekte dazukommen. Und bei der Separation habe ich jetzt vergessen, guck an. Ja, und was wir hier ganz gut noch sehen, da war der Text einfach ein bisschen zu schnell. Wir haben hier schon unten die Separation gehabt bei der Version 1.1, während bei der Version 1.5 oben noch geflogen wird. Und das zieht sich dann auch tatsächlicherweise hier durch bis zum bitteren Ende. Und wir sehen hier unten, die Version 1.1 64-Bit ist schon am Zirkulieren bzw. das Manöver machen. Die Version 1.1 32-Bit zieht direkt hinterher und oben wird immer noch geflogen. Ja, hier, wir sehen auch ganz toll bei der Version 1.05 oben links, dass jetzt erst hier die Hitzeeffekte oder beziehungsweise die Schockeffekte eintreten. Die 64-Bit-Version hat sich jetzt dann schon Gott sei Dank mal von den Boostern getrennt, während unten schon zirkuliert wird. Also hier ist auch schon das Manöver dann fast abgeschlossen und wir befinden uns hier schon in einem stabilen Orbit und das Bittere ist, es wird oben immer noch geflogen. Das ist ja einfach erschreckend mit anzusehen, wie stark dann doch hier der Unterschied ist. Und jetzt endlich hier oben links die Separation, während wir unten uns schon von unserem Haupttank und dem Payload trennen. Und das war auch bei allen vier Versionen das ein und dasselbe Szenario. In den 120 Kilometer Orbit, dann das Payload absetzen, die Periapsis auf 72 Kilometer runterbrennen und dann den Wiedereintritt machen. Und jetzt endlich ist es gleich soweit. Oben links haben wir dann fast unsere Höhe erreicht, während wir jetzt oben rechts bei der 64-Bit-Fassung der 1.05 schon am Zirkulieren war. Ja, und hier sehen wir eine kleine Gegenüberstellung zwischen der Version 1.05 oben links und im großen Fenster die Version 1.1.
die 64-Bit-Fassung und da sehen wir auch schon hier, es ist viel, viel mehr Bewegung im Shuttle auf jeden Fall im Gegensatz zu der Version 1.05, welche doch sehr, sehr behäbig hier vom Launchpad hochkommt. Und wir müssen hier tatsächlicherweise bei der Version 1.1 immer mal wieder auf den oder gegensteuern und hier wir sehen auch hier die Bewegung auf dem Navball, die hier für wesentlich mehr Spaß dann nachher beim Spielen sorgen. Wir müssen uns auch tatsächlicherweise hier ein bisschen davon verabschieden, dass wir einfach hier stumpf irgendwelche Gefährte auf Pro-Grade stellen und dann dem einfach ihr Schicksal oder dem Schicksal überlassen, wie so, oder so wie es halt bei der Version 1.05 war. Und hier sehen wir immer noch, jetzt langsam haben wir auch die Geschwindigkeit dafür erreicht und können hier in eine leichte Rückenlage gehen und dann zumindest schon mal den leichten Gravity Turn einleiten. Während bei der 1.05-Version alles einfach seinen Gang geht. Hier können wir noch in Ruhe vor uns hinschlafen und jetzt langsam dann hier den Turn einleiten. Während wir bei der Version 1.1 auch dann noch bei dem Manöver auf 90 Grad bei oder ab 10.000 Meter viel, viel Bewegung im Shuttle haben und das ist auf die neue Berechnung der Physik hier zurückzuführen. Was auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden wird, wenn wir dann nachher am Spielen sind. Und ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich riesig auf den Release der Version. Ich habe auch den einen oder anderen Bug schon gemeldet und habe auch so mal gesehen, meinen Teil dazu beigetragen hier. Wie wir oder wie ihr vielleicht auch im letzten KSP-Video gesehen habt, was halt nur relativ kurz war und einfach aus Dokumentationszwecken hochgeladen worden. Oder hochgeladen wurde, sagen wir es mal so. Und wir sehen hier schon 24.000 Meter auf der einen Seite, während wir uns hier auf der linken Seite gerade mal bei, jetzt sind es knappe 8.000 und wir gehen hier langsam auf unser Manöver bei den 90 Grad dann. Also der Unterschied ist gravierend. Das sind hier dreimal oder eine dreifache Performance-Steigerung alleine hier bei den bei der Version. Und ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Was bleibt jetzt unterm Strich? Wir haben die vier Versionen hier nochmal im Vergleich. Wenn wir von der Version 1.05 ausgehen und das Ganze dann halt im Vergleich zu der 64-Bit-Version sind, ist es hier eine leichte Steigerung von 14%. Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze dann mit der Version 1.05 auf die Version 1.1 32-Bit, also der Vergleich oben links zu unten links, sind es immerhin schon 47%. Und dann kommt natürlich dieser, ich sage jetzt einfach mal, Quantensprung von 1.05 32-Bit auf die Version 1.1 64-Bit unten rechts. Da sind es dann satte 109%. Das ist für mich einfach ja ein riesiger Meilenstein tatsächlicherweise hier in der Spielmechanik und auch in den Nutzen der Ressourcen, der hier letzten Endes bleibt. Ich muss tatsächlicherweise sagen, ich bin sowas von erstaunt, wie gravierend, also man sieht das auch in dem Video einfach, wie gravierend der Unterschied zu den einzelnen Versionen ist oder im Vergleich der einzelnen Versionen. Und es macht richtig, richtig Laune und ich kann echt es einfach nicht abwarten, bis die ganzen Mods dann auf der Version 1.1 dann wieder laufen und dann geht es dann auch mit der Serie weiter. Ich habe auch noch eine zweite Serie in petto, die ich ganz gerne spielen würde. Da sind dann halt ein paar mehr Mods am Start und da fliegen wir dann auch tatsächlicherweise mit mehr als ein oder zwei Frames pro Sekunde. Und das haben wir einfach alles der Version 1.1 und den neuen Entwicklungen zu verdanken. Was natürlich ein bisschen, ja, tatsächlicherweise, wo wir noch so leichte oder wo ich halt noch leichte Probleme mit habe, ist mit den neuen Rädern bzw. Landegestellen bzw. hier Fahrwerke. So, jetzt habe ich das Wort gefunden, endlich, danke.
da ist es tatsächlicherweise so, dass die mir doch jetzt in der Version 1.1 doch reichlich Probleme bereiten, während wir hier auf der Version 1.05 dann einfach mit geschmeidigen, na, ich sag jetzt mal locker, auch mit 10 Metern pro Sekunde aufklatschen konnten auf der Landebahn. Das hat der alles nichts ausgemacht. Bei der Version 1.1 ist hier tatsächlicherweise Vorsicht zu walten. Ich habe diverse Tests gemacht. Unten rechts sehen wir natürlich auch hier eine nicht ganz so gelungene Landung. Aber ja, das hoffe ich, wird auch noch in den nächsten Tagen dann behoben, beziehungsweise bis zum Release. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Jepp und ich sagen danke und haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.